Winterzauber beim SC Berlin. Die Türen zur 22. Turngala wurden auch in diesem Jahr wieder passend zur Winter- und Weihnachtszeit geöffnet. Also die Stimmung ist eigentlich ganz gut, weil das Publikum auch meistens mitgegangen ist, mitgeklatscht hat. Ja, also mir hat es gefallen. Meine Stimmung ist gut. Die Stimmung von allen, die hier reingekommen sind, ist gut. Wir freuen uns alle, dass wir die ganze Turnerfamilie mal wieder zusammen haben und sind froh und glücklich, dass wir unsere 22. Turngala wieder machen können. Die Winter- und Weihnachtszeit bringt so einiges mit sich. Ob Geschenke an Heiligabend oder Schlittenfahrten im Schnee. Die über 130 Turnerinnen und Turner durften all das, was ihnen besonders gut in dieser Zeit gefällt, turnerisch, tänzerisch oder artistisch ihren Familien, Freunden und Bekannten vorführen. Doch der SC Berlin hatte noch eine weitere Intention mit dieser Veranstaltung. Damit wir endlich allen Müttern und der ganzen Turnfamilie, also Vätern und Großvätern natürlich auch, zeigen können, was die Sportler in dem Jahr gelernt haben und dass sie sich auch selber mal präsentieren können und sich freuen, dass sie also so eine gute Leistung schon erbracht haben. Von klein bis zum Spitzensportler, alle verzauberten mit der Turnkunst das Sportforum. Auf diese Art und Weise kann man natürlich die Faszination der Turnkunst von einer Generation an die nächste weiterreichen. Das Besondere ist, dass es schon die 22. ist und dass wir uns jedes Mal was Neues ausdenken, sodass also die Kleinen die Großen sehen und sich darauf freuen, dass sie also Leistung erbringen können und hinterher sich das also auch lohnt. Dass halt alle Leute mittun können, die im Turnverein sind und nicht nur Breiten- oder Leistungssportler. Die volle Halle durfte sich auf 20 Programmpunkte voller Zaubereien der Turnerinnen und Turner freuen. Ja, ich bin stolz, weil ich halt auch viel machen durfte, auch Parademeister turnen durfte und es halt einfach, darf nicht jeder. Vielleicht sind ja auch Sie das nächste Mal im nächsten Jahr zur 23. Turngala mit dabei und lassen sich von dem Nachwuchs und den Profis zu einem neuen Motto verzaubern.